ich habe bei dem Online-Versender Hypnotic Polish bestellt und möchte das Päckchen gerne mit euch zusammen auspacken. Ganz oben liegt erstmal ein Kärtchen und ein bisschen Striping Tape. Das habe ich nicht bestellt, also von daher ist das ein kleines Geschenk. Das ist natürlich schon mal ein netter Start. Und hier habe ich mich erst gewundert, was da für ein Schnapsgläschen drin ist. Aber das ist der Griff von meinem Stempel. Ich möchte nämlich versuchen, ein bisschen das Nail Art Stamping mal auszuprobieren. Und habe mir dafür gleich so einen guten Stempel gekauft. Das fügt man dann irgendwie so zusammen. Das werde ich auch schon noch rausfinden, wie das genau geht. Und dann braucht man noch eine Stamping-Schablone. Und dazu gehört auch immer so ein Kärtchen, womit man dann den überschüssigen Nagellack wegstreift. Dazu werde ich bestimmt ein Video mal machen, aber erst wenn ich darin Übung habe und genau weiß, wie das gut funktioniert. Als Schablone habe ich mir eine von Moyu ausgesucht. Ich finde die ganzen Motive total schön. Ich freue mich schon sehr, die alle auszuprobieren. Von El Corazon habe ich noch Tipguides ausgewählt und zwar die hier in der Mitte. Das ist übrigens eine russische Marke. Da steht halt alles auf Russisch drauf, aber das ist ja nicht schlimm. Das ist auch so ein bisschen das Motto von dem Online-Versender, dass die Nagellacke aus verschiedenen Ländern haben. Und als erstes habe ich mir einen holographisch schimmernden Nagellack gekauft von El Corazon. Und zwar ist das die Nummer 39 Prisma. Von diesen holographischen Lacken hatten die ganz viele in Grautönen und Beigetönen. Und ich habe mir einen relativ hellen Grauton ausgewählt. Bei dem bin ich wirklich gespannt, wie der auf den Nägeln aussieht. Und einen zweiten Nagellack von der Marke habe ich mir auch rausgesucht. Die kosten ungefähr zwischen 5 und 6 Euro, sind also eher preiswertere Lacke auf dieser Seite. Und das ist ein wunderschöner, ganz satter, dunkelrot-weinrot-Ton, den ich mir da ausgewählt habe, mit einem deutlichen Schimmer. Der heißt Long Island Nummer 622. Den habe ich schon ausprobiert und der sieht wirklich ganz toll aus auf den Fingernägeln. Die Pinsel sind übrigens eher schmal, aber dabei nicht ganz rund, sondern etwas platter. Ich bin glücklich über meine Bestellung und sehr zufrieden. Die haben auch relativ schnell das Päckchen losgeschickt. Das Problem war eher hier vor Ort. Der DPD hat sich ein bisschen angestellt, bis er endlich ausgeliefert hat. Aber man muss bedenken, dass der Versand 7 Euro kostet nach Deutschland. Von daher werde ich da eh nicht oft bestellen. Vielen Dank fürs Schauen.